Das heutige Thema ist Joomla 4 mit Workflow und Workflow-Plugins. Der Workflow selbst hat schon eine längere Geschichte hinter sich, ist vor 3,5 Jahren ungefähr entstanden als Google Summer of Code-Projekt mit einem Studenten und hat seitdem auch einige, ja, Erweiterungen, einige Verbesserungen hinter sich und ist jetzt glücklicherweise in Joomla 4 enthalten seit dem Beginn an. Und die Frage ist natürlich, warum? Warum haben wir überlegt, dass wir uns einen Workflow einbauen? Weil Joomla 3 kann ja auch publish, unpublish, archiviert und trashen, Mülleimer werfen. Und wenn man sich mal betrachtet, wie sah das denn in Joomla 3 damals aus? Dann ist vielleicht jedem bekannt, es gibt dann irgendeine Gruppe Autoren, ein Autor, mehrere Autoren, die schreiben einen Artikel. Und dann wird dieser Artikel entweder vom Autor selbst oder von irgendeinem Verantwortlichen veröffentlicht und dann ist er auf der Webseite sichtbar. Die Frage natürlich ist, ist es ausreichend? Und die ganz klare Antwort ist, manchmal ja, manchmal eher nicht. Weil wenn wir jetzt uns das nächste Beispiel anschauen, kann es natürlich auch sein, dass wir nicht nur einen Autor haben und nicht nur einen Veröffentlicher, sondern dass wir da auch einen kleinen Flow dahinter haben. Zum Beispiel, es gibt Autoren, die schreiben, da gibt es jemanden, der erstmal bestätigt, dass der Artikel okay ist oder vielleicht gleich entsorgt werden soll, wird dann von irgendeinem Korrekturleser gelesen, wieder zurückgegeben an den Bestätiger und der approved das Ganze. Wenn man das abbildet, das ist schon einigermaßen möglich, so ein bisschen mit Berechtigungen und vielleicht in Kategorien hin und her schieben, aber es wird sehr unkomfortabel, wenn man das nutzt oder wenn man sowas abbilden will. Und spätestens, wenn man hier sowas hat, wird es natürlich ja, fast unmöglich, das mit dem Standard Joomla 3 abzubilden. Und zum anderen war auch der Grund, naja, ich habe hier unpublished, published, archiviert und im Mülleimer. Und oft ist es auch nicht genug, weil wenn man so ein bisschen einen Flow hat, dann braucht man vielleicht Sachen wie inactive, online, archiviert oder removed, weil man vielleicht beschlossen hat, irgendwie ein anderes Naming, eine andere Benamung für das Ganze zu geben. Oder man hätte gern mehr Schritte, die da in irgendeiner Form zu tragen kommen, die das Ganze abbildet. Das heißt, man will sich frei gestalten, wie das Ganze aussehen, wie der ganze Flow aussehen, wie die ganzen Status, die es gibt in Joomla, aussehen sollen. Um das abzubilden, da würde ich ganz kurz was vorschicken, weil ich nachher da nicht mehr direkt drauf reingehe. Wie funktioniert denn so ein Workflow? Für den Workflow selbst muss man genau drei Begriffe verstehen. Der erste Begriff ist der Workflow selbst, der zweite Begriff sind die Transitions und der dritte sind die Stages. Jetzt muss ich, weiß ich genau nicht genau, wie es auf dem Deutschen hieß, aber Workflow heißt Workflow. Die Stages heißen, glaube ich, Phasen und die Transitions heißen Übergänge. Der Workflow selbst, ein Workflow selbst ist einfach ein Container, der diese Stages und diese Transitions enthält. Also der hat, außer dass er sozusagen der Oberbegriff, der Name des Ganzen, diesen Einzelnen ist, hat er keine tiefe Funktionalität. Die Stages bzw. die Phasen, könnt ihr euch vorstellen, sind einfach verschiedene Zustände in diesem Workflow, die ein zum Beispiel Artikel erreichen kann. Aber die sind völlig wild und ungeordnet da. Und um da Struktur reinzubringen, dann braucht es diese Transitions, diese Übergänge. Und die verbinden einen Status beziehungsweise ein Stage oder eine Phase mit einer anderen Phase. Das bedeutet, die definieren, wie wandere ich einen Workflow entlang. Also wenn wir nochmal zurückgehen. Wäre jedes Männchen oder jeder Mülleimer wäre ein Stage, beziehungsweise eine Phase, und jeder Pfeil wäre eine Transition, ein Übergang, die dann definieren, was darf ich ablaufen, wo kann ich entlang gehen. Und die Idee dahinter ist dann, dass man diese Transitions verantwortlich sind für das Ändern des Artikels. Also zum Beispiel nehmen wir an, wir haben einen Artikel, der steht dann auf dem Zustand neu und ist nicht gepublished. Und nun führe ich eine Transition aus vom nicht von neu zu online. Das wäre so ein ganz kurzer Workflow. Und in diesem Zuge soll dann der Artikel zum Beispiel gefeatured werden und
veröffentlicht werden. Und dafür ist die Transitions verantwortlich. Natürlich können wir jetzt nicht, oder wollen wir natürlich nicht, dass die Transitions selbst da irgendwie im Core den Code mitliefern, weil dann wäre man natürlich sehr eingeschränkt, wenn da nur die Transitions verschiedene Funktionen könnte. Sondern wir haben es so gebaut, dass es Plugins gibt, dass also jeder mit bisschen Programmierung, ich glaube, das ist nicht ganz so schwer, sich Plugins bauen kann, die irgendwas mit dem Artikel machen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass so ein Plugin irgendeine API ansprechen kann oder zum Beispiel irgendein Bild von einem Artikel resizen kann. Und um das zu verstehen, kann man sich das so vorstellen: Es gibt das Blaue in der Mitte, ist die Transition, die ausgeführt wird. Und dann gibt es immer von dem Plugin, das kann sozusagen drumherum agiert es. Das kann vorher was machen und nachher was machen. Und die Idee dahinter ist, wenn es vorher was macht, da kann man zum Beispiel sagen, okay, die Ausführung soll verhindert werden von dieser Transition. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man sagt, hey, ab diesem Schritt sind Bilder Pflicht. Also sind die Intro-Bilder Pflicht. Oder das Full Picture ist Pflicht. Oder ich muss ein Publish-Up-Datum pflegen. Da kann man ein Plugin bauen, was genau das abprüft. Und wenn es nicht gegeben ist, kann es sagen, stopp, jetzt geht es nicht mehr weiter. Das zweite ist am Anfang, dass so ein Plugin auch die unveränderten Daten erhält, mit dem es dann Sachen manipulieren kann. Zum Beispiel kann es dann checken, hey, hat sich irgendwas geändert oder will ich irgendwas anpassen? Und after, dann passieren dann tatsächlich diese Änderungen und das ist dann Aufräumen. Also zum Beispiel, wenn man, was könnte es sein, wenn man irgendwie ein API schreibt, die Twitter anteasert, und die ganzen Daten dann irgendwie eine Datenbank speichert oder so, dann könnte man das in diesem Schritt machen. Aber das war nur so eine kurze Theorie. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Ich habe mal hier eine Joomla 4-Seite aufgesetzt, eine Joomla 4.3, F403. Und das ist ganz normaler Standard. Ich habe jetzt da nichts geändert, auch nichts installiert. Also Frontend ist noch komplett leer. Und die einzige Änderung, die ich gemacht habe, ist, dass ich automatisch im Frontend und Backend eingeloggt bin. Was wir hier haben, ist nur zum Verstehen, ist natürlich unsere Featured-Ansicht. Das bedeutet, alle Artikel, die gefeatured werden, werden hier angezeigt. So, die erste Frage ist jetzt natürlich, wo finde ich diesen Workflow? Weil wenn ich jetzt hier irgendwo reinschaue, gibt es nirgends einen Workflow in keinster Weise. Und der Grund ist tatsächlich, dass wir entschieden haben, dass bei einer frischen Installation der nicht per Default aktiviert ist, weil so die Vermutung ist, dass vielleicht nicht ganz alle den brauchen und man das gezielt aktivieren muss. Um ihn zu aktivieren, geht man einfach in die Artikelverwaltung, geht in die Optionen und dann gibt es hier einen Reiter Integration und da gibt es dann ganz unten den Workflow-Bereich, wo ich den Workflow aktivieren kann für Com-Content. Das ist auch vielleicht eine kleine Information. Der Workflow ist aktuell nur für Com-Content umgesetzt. Er ist aber so gebaut, dass man ihn, ja, ich sag mal, relativ einfach in andere Komponenten integrieren kann. Zum Beispiel gibt es schon erste Pull-Requests, die ihn in die Modulverwaltung integrieren. Und dann kann man zum Beispiel Module timen oder irgendeinen Approvement, einen Validierungsprozess unterwerfen. So, in dem Moment, wo man ihn aktiviert hat, müssen wir einmal speichern. Und dann sehen wir hier einen neuen Punkt, Workflows, auf den wir gleich mal klicken können. Per Default gibt es diesen Basic Workflow. Der Basic Workflow ist dazu da, um sozusagen die Joomla 3 Struktur zu simulieren. Ihr kennt ja, in Joomla 3 gibt es wieder diese Publish, Unpublish, Archivieren und in Müll werfen. Funktionalitäten und genau das haben wir hier gemacht. Und hier sind wir jetzt genau wieder mit diesem Naming. Wir haben einen Workflow, der heißt Basic Workflow. Wir haben unsere Stages. In dem Fall haben wir genau nur ein Stage, weil es da nicht mehr braucht für diese ganze Sache. Und die interessante Funktionalität ist dann tatsächlich in der Transition. Und hier haben wir sozusagen die ganzen Verknüpfungen, die es in Joomla 3 gibt, abgebildet. Das heißt, ich kann jederzeit unpublishen, ich kann jederzeit publishen, ich kann jederzeit trashen, ich kann jederzeit archivieren, ich kann jederzeit featuren und ich kann jederzeit unfeature machen. Und wir haben noch einen Zusatz gemacht, das heißt Publish und Feature. Das heißt, da wird gleichzeitig gepublished und gefeatured.
So, jetzt ist die Frage, was passiert denn da das Ganze, hinter dem Ganzen? Und dazu muss ich jetzt ein bisschen parallel einen zweiten Tab hin und her wechseln. Und zwar in die Plugin-Verwaltung reingehen. Es gibt eine neue Gruppe, die heißt Workflow. Und Joomla 4 liefert drei Plugins mit. Und wie ihr es schon ein bisschen am Namen sieht, seht ihr auch, für was die verantwortlich sind. Das heißt, dieses Plugin ist verantwortlich, dass über den Workflow der Publish-Status, also online, nicht online, verwaltet werden kann. Das Featuring ist verantwortlich, dass das Feature eingestellt werden kann, und Notification ist dafür verantwortlich, dass man E-Mails senden kann. Wenn wir nun in so eine Transitions, ich bin jetzt wieder zurück bei den Transitions, reingehen, zum Beispiel in den Publish, dann sehen wir hier das gewohnte Editierbild von Joomla, wo man auf der ersten Seite einstellen kann, wann darf denn diese Transitions passieren. Aktuell sagen wir, ich darf jederzeit einen Artikel publishen. Da könnte man es auch einschränken. Komme ich gleich nachher dazu, wie das dann aussehen könnte. Und dann kann man auch sagen, wo es denn hingehen soll. Da wir nur ein Stage haben, ist sozusagen immer ein Kreislauf, weil sich das Stage nicht ändert. Die nächsten zwei überspringe ich kurz. Wichtig ist noch die Permissions. Hier kann ich festlegen, wer darf denn das ausführen. Also zum Beispiel kann man dann die ganzen Transitions sagen, hey, bist du ein Korrekturleser in der Gruppe Korrekturleser, dann darfst du die Korrekturleser-Transitions ausführen. Aber zum Beispiel nur der Boss darf die Publish-Transitions ausführen. In dem Fall ist es wieder Standard, wie es in Joomla ist. Das heißt, ab einem gewissen Level darf ich dann die Sachen ausführen. Also zum Beispiel als Editor oder als Publisher darf ich dann die Sachen ausführen. Da könnt ihr dann reingehen und es selber einstellen, wie ihr es braucht. So. Jetzt haben wir diese Transition Action. Und wie ihr hier seht, gibt es hier zwei Sachen. Und diese Transitions Actions, die können auch ein bisschen anders heißen. Da werden wir auch nachher ein Beispiel sehen, wo es anders genannt wurde. Das sind einfach diese Plugins, die ihr gerade in dem anderen Reiter, ich gehe nochmal zurück, hier seht. Das heißt, das erste Plugin bietet uns die Möglichkeit an, okay, wenn diese Transitions ausgeführt wird, dann publish doch einfach den Artikel. Da könnten wir jetzt auch was anderes einstellen. Und da wir im Publish-Transition sind, wollen wir natürlich nicht den Feature-Status ändern. Deswegen bleibt er einfach, wie er ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Publishing-Funktionalität hier deaktiviere, also das Plugin, und hier neu lade, dann seht ihr, dass die Funktionalität gar nicht mehr da ist. Das heißt, ihr könnt euch das individuell konfigurieren. Wenn ihr sagt, ich würde gern Publish nicht über den Workflow abbilden, aber das Feature über den Workflow, dann könnt ihr einfach die Plugins deaktivieren, die ihr nicht haben wollt. Oder natürlich wieder aktivieren, falls es Sinn macht, dass sie da sind. Und das dritte Plugin ist die Notification. Und hier seht ihr auch, dass die Plugins auch eigene Reiter sich basteln können. Und hier kann man dann Notifications an gewisse Leute senden, die zum Beispiel, wenn ein Beitrag eingereicht wird und der Chef akzeptiert ihn, und der nächste Schritt ist dann, dass der Designer zum Beispiel ein Bild erstellen, hochladen muss, dann kann man das so einstellen, dass dann die entsprechende Designergruppe, sei es sie mal die Editoren, oder auch spezielle User, sei es ich, E-Mails bekommen mit Hinweisen, hey, da ist ein Artikel nun, wo ihr agieren müsst. Oder ihr sagt einfach nur, nein, bitte keine Benachrichtigung, dann gibt es keine Benachrichtigung. Soweit zu den Transitions. Gut. Und nun haben wir unseren Basis-Workflow hier. Der ist da, den können wir nutzen. Der ist auch schon Default, wie ihr seht hier, der Default-Workflow. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendeinen Artikel erstelle, ohne dass ich irgendwas konfiguriere, dann passiert automatisch, dass dieser Basic-Workflow genommen wird. Und wenn man die Stages reinschaut, da sieht man auch hier den Default-Stage und der Artikel dann automatisch die Basic-Stage bekommt. Das können wir direkt mal testen. Gehen wir hier in die Artikelverwaltung rein, erstellen einen neuen Artikel. Und wie ihr hier seht, gibt es jetzt keine Statusauswahl mehr, weil wir natürlich hier unser Plugin aktiviert haben und gesagt haben, hey, das soll doch bitte über den Workflow abgearbeitet werden. Das heißt, wir können jetzt hier keinen Artikel mehr publishen oder nicht publishen. Was wir aber hier die Möglichkeit haben, ist, dass wir die Transitions ausführen. In dem Fall, standardmäßig sind natürlich alle Transitions da. Wenn wir jetzt aber entschließen und sagen, ja,
Am Anfang sollen nicht gepublished werden, da können wir zum Beispiel die Publish vom Beginn rausnehmen. So, lass uns einfach mal einen Artikel anlegen. Können jetzt, der Clou ist jetzt ein bisschen, wir können jetzt natürlich speichern, dann ist der Standardwert, da passiert noch gar nichts. Wir können aber auch hier direkt auswählen und sagen, okay, wir sehen hier, ist nicht gepublished und ist auch nicht gefeatured. Lass uns doch mal den Artikel featuren, indem wir diese Transition ausführen. Dann speichern wir, die Transition wird ausgeführt und unser Artikel ist gefeatured. Und jetzt kann man natürlich auch wieder entfernen. Und dann ist wieder nicht gefeatured. Und das Gleiche können wir natürlich auch hier über die Übersicht machen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir klicken hier drauf, bekommen hier unsere Transitions und können sagen, okay, bitte publishen und featuren. Oder wir markieren ihn hier, können hier oben auf die Aktionen gehen und bekommen dann hier auch die entsprechenden Möglichkeiten angezeigt, die wir haben. Und das ist auch, ich möchte nicht sagen intelligent, aber so gebaut, dass nur die Transitions angeboten werden, die auch tatsächlich für diesen Artikel zurzeit verfügbar sind. Und wenn wir jetzt hier dann schauen auf der Homepage, dann sehen wir, dass unser Lorem Ipsum Artikel hier ist. Und wenn wir ihn dann markieren und sagen, unpublish, dann wird er, ich sage, ich bin jetzt Admin, deswegen sehe ich ihn, aber dann wird er angepublished und ist nicht mehr sichtbar. Das Gleiche ist dann natürlich auch, wenn wir das Featured unfeaturen. Wichtig ist auch, dass ihr jetzt ja auch nicht mehr klicken könnt, weil es ist ja gesperrt. Da muss ja alles über den Workflow passieren. Das heißt, ihr müsst natürlich dann dafür sorgen, dass eure Transitions so gebaut sind, dass man nicht in Sackgassen landet. Falls es doch mal passiert, dann kann der Super-User im System reingehen, unter der Batch-Verwaltung reingehen und kann hier beliebig hin und her springen zwischen verschiedenen Stages. Das zeige ich euch dann gleich nochmal mit dem Beispiel, wo ich vorbereitet habe. Das war mal so die grundlegende Idee, wie man Workflow nutzen kann. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das so nutzt, dann kann man Workflow auch deaktiviert lassen, weil es ist nichts anderes wie die Standardverwaltung, die in Joomla dabei ist. Das heißt, es wird erst interessant, wenn man einen eigenen Workflow erstellt und startet, was ich euch jetzt zeigen wollen würde. Bevor wir das machen, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Fragen oder irgendwas? Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Der Chor ist gerade von der Bühne gelaufen, offenbar keine Fragen. Okay. Gut, dann gehe ich nochmal zurück in meine Präsentation. Und zeige mal den Use Case. Was ich gemacht habe, ist, ich habe zwei Plugins gebaut. Genau, vielleicht zeige ich das vorher mal. Ich habe zwei Plugins gebaut. Die muss ich aktivieren. Das eine Plugin, mit dem kann man das Intro-Image und das Full-Image kontrollieren, kann sagen, hey, dieses Bild ist required, also Pflichtfeld, und wenn es eine Größe überschreitet, dann wird es automatisch klein gemacht. Und das zweite ist ein Replacer, was einfach Text im Titel oder im Artikeltext ersetzen kann. Installieren wir die zweimal. Gehen in die Plugins rein, haben hier dann die zwei neuen Plugins. Aktivieren die. Und wenn wir nun in unseren Workflow gehen, hier können wir mal in die Transitions kurz reinschauen, dann seht ihr, dass hier ein neuer Reiter dabei ist, der uns viele neue Optionen gibt, dank diesen Plugins. Aber wie gesagt, wollen wir einen neuen Workflow anfangen und da gehe ich nochmal kurz in die Präsentation und sagen, was ich mir überlegt habe. Also die Idee ist folgendermaßen, dass es die Möglichkeit gibt, dass irgendjemand einen Artikel einreicht, der soll auch den Status New bekommen. Dann gibt es irgendeinen Chef, der akzeptiert diesen Artikel. Aus Zeitgründen würde ich jetzt nicht die große User-Struktur anlegen, sondern einfach mit einem Account arbeiten. Aber ihr habt ja gesehen, man kann es mit Permissions auf die verschiedenen Benutzergruppen verteilen. Es gibt dann jemanden, der akzeptiert es und sagt, okay, wir wollen damit arbeiten. Dann brauchen wir ein Bild und die Bilder sollen natürlich validiert werden. Und am Ende gibt es dann noch jemanden, der Korrektur liest. Und wenn alles passt, dann wollen wir ihn featuren und publishen. Und am Ende wollen wir natürlich noch die Möglichkeit anbieten, dass man ihn wieder unpublishen kann und dass alle
oder alle, was man von überall auch jederzeit diesen Workflow in den Mülleimer werfen kann. Genau. So, lass uns mal beginnen. Das erste, was wir machen, ist jetzt erstmal einen Basis, einen neuen Workflow anzulegen. Wenn wir jetzt nochmal Joomla Day Deutschland. Wir können hier noch eine Beschreibung dazu packen, das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Und wir können jetzt auch entscheiden, dass unser Workflow der neue Standard-Workflow wird für alle Artikel. Wir können aber auch, das zeige ich jetzt sofort, wenn wir es angelegt haben, wir können auch diesen Workflow nur gezielt gewissen Kategorien zuweisen. Und das beantwortet so vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie kommt denn ein Workflow zu einem Artikel? Prinzipiell ist es so, dass immer die Kategorie entscheidet, welcher Workflow genutzt wird. Und zwar, wenn ihr in die Kategorie reingeht, werdet ihr hier einen neuen Reiter sehen, wenn der Workflow aktiv ist, wo man entscheiden kann, welcher Workflow wird genutzt. In dem Fall ist der Basic Workflow, weil es der Default ist. Aber wir können jetzt auch sagen, okay, für diese Kategorie wird doch bitte der Joomla Day Deutschland Workflow benutzt. Wenn ihr Kategorien habt, die miteinander verschachtelt sind, das seht ihr auch, kann man hier auch vererbt machen. Das heißt, man kann einmal auf die Oberkategorie den Workflow setzen und dann wäre das Ganze runtervererbt, da muss man es nicht für jeden einstellen. Aber lass uns mal den Joomla Day Deutschland nutzen. So, nun gehen wir zurück in unsere Workflows und wir sehen hier, dass in unserem Workflow eine Stage angelegt wird. Das passiert immer, weil natürlich jeder Artikel braucht immer irgendein Stage, aber noch keine Transitions, weil es noch keine Verbindungen gibt. So. Das ist unser Basic Stage, das heißt, es ist auch, hier sieht man Default, wenn ein neuer Artikel erstellt wird für diesen Workflow, dann bekommt es automatisch diesen Stage. Wir wollen natürlich hier, genau das ist das Zweite, was ich sagen, weil wir wollen natürlich hier das New nennen. Wie ihr seht, könnt ihr hier auch Sprachkonstanten verwenden, die dann automatisch übersetzt werden. Somit ist der Workflow auch mehrsprachig. Ich würde es darauf verzichten und es einfach mal reinschreiben, dass wir New nutzen als erster Status. Das ist unser Default. Permission lassen wir so, wie es ist, weil wir sind natürlich Super-User und damit dürfen wir es eh nutzen. Und speichern den mal. Und legen gleich mal einen neuen an. Der zweite Status war Needs Images. Jetzt machen wir ihn nicht als Default, weil wir natürlich nicht diesen Status als Standard haben wollen, sondern das soll dann erst später erreichbar sein. Dann haben wir Needs Proof Read Ding. Und dann haben wir online. Das heißt, wenn wir hier auf die Präsentation, jetzt haben wir hier die oberen vier Status schon mal angelegt. Jetzt brauchen wir noch einen unpublished und einen trashed. Das heißt, wir unpublished. Hier können wir jetzt wieder eine Sprachkonstante nutzen, aber wir bleiben jetzt mal hier bei dem, dass es nur eine Sprache gibt. Und wir haben crashed. Los. So sieht jetzt erstmal unser Status aus, unsere Status aus, die so zur Verfügung stehen. Wenn wir jetzt in einen Artikel gehen und einen neuen Artikel anlegen, dann seht ihr, dass hier relativ wenig ist. Wir können keine nichts ausführen, weil wir natürlich noch keine Transitions erstellt haben. Wir können natürlich diesen Artikel anlegen, auch im Ipsum 2. Packen noch ein bisschen Text rein und können ihn speichern. So, wie ihr seht, ist er unpublished und featured ist nein. Jetzt wollen wir natürlich diesen Workflow weiter ausbauen. Und damit es ja nicht zur Verwechslung kommt, ist sehr wichtig zu unterscheiden. Ich mache es jetzt parallel. Ich lege parallel einen Artikel an und arbeite mit dem Artikel und arbeite am Workflow. Im Regelbetrieb werdet ihr erst den Workflow genau einmal anlegen, das macht dann der Admin wahrscheinlich der Seite, und dann im Regelfall nicht mehr anfassen oder vielleicht noch ein paar Änderungen machen später, aber im Regelfall wird der Workflow genau einmal angelegt und liegt dann da und ruht und kann dann benutzt werden. Das heißt, normale Autoren haben eigentlich gar nichts mit dem Workflow zu tun, sondern die bekommen dann das, was der Admin ihnen vorgibt und können ihn einfach nur benutzen. So, jetzt gehen wir hier wieder zum Workflow zurück und haben unseren Joomla Day Workflow, haben wir unsere 6 Stages, das passt soweit. Und nun fangen wir unsere Transitions an, also unsere Übergänge. So, der erste Übergang ist, wir haben einen neuen Artikel
Und da wollen wir zu Needs Images. Also hier der erste Schritt, der erste Pfeil basteln wir jetzt. Und den nennen wir jetzt Accept. Also wir akzeptieren das. Permissions, hier wie gesagt, können wir jetzt einstellen, wer darf das machen. Wir sind Super-User, wir dürfen eh immer alles, deswegen lassen wir das Ganze mal so. Jetzt gehen wir im Prinzip durch die Optionen durch. Soll irgendwas mit Publish State passieren? Also wir sind noch nicht online, deswegen soll der mal erstmal nicht gepublished bleiben, auch nicht gefeatured, deswegen passt es auch. Notification können wir erlauben. Wenn wir da gar nichts anstellen oder gar nichts machen, dann gibt es einfach eine Standardbenachrichtigung. Das passt soweit. So, und hier wollen wir auch noch nichts machen. Beziehungsweise wir können das untere hier benutzen, was ein Replacer ist, einfach mal zum Testen. Das heißt, wir könnten hier jetzt hinschreiben: New. Setze New mit Accepted. Einfach eine Funktion, die dieses Plugin bereitstellt. Und wenn wir das jetzt speichern, dann packen wir hier zum Beispiel ein New Form dran. Und es hier aktualisieren. Dann sehen wir, dass wir hier eine neue Transition haben. Soweit, so gut. Jetzt schauen wir weiter. Was ist die nächste Transition? Also die nächste Transition wäre Validate Images. Hier ist natürlich ein bisschen mehr zu tun. Jetzt fangen wir mal an, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir hier raus. Der erste haben wir gebaut. Das passt soweit. Jetzt sagen wir Validate Images. Das ist jetzt der nächste Schritt, wo wir sagen, okay, von Needs Images gehen wir zur Korrekturlesung. Wir wollen weiterhin den Artikel noch nicht publishen und wir wollen weiterhin auch nicht featuren. Deswegen lassen wir das einfach mal so. Notification können wir auch wieder so lassen. Und was wir jetzt machen wollen, jetzt wird es interessant, jetzt können wir dieses Plugin hier nutzen und sagen, okay, ab diesem Moment ist doch ein Intro-Image und ein Full-Image verpflichtend. Und gleichzeitig können wir auch sagen, okay, wenn da jemand ein Bild hochlädt, dann doch bitte soll es so eine gewisse Größe haben. Das kennt man ja, Kunden machen ein Foto, 5 Megabyte, laden das Bild hoch und binden es in den Beitrag ein als Intro-Image und wundern sich, warum die Seite so langsam ist. Deswegen kann man sagen, okay, das soll maximal eine Breite und eine Höhe von 300 haben. Und das Full-Image, das kann ein bisschen größer sein, das sagen wir maximal 500 auf 500. Und natürlich sind wir dann hier im nächsten Schritt. Das heißt, wir hatten ja vorhin diesen Accepted und das soll nun wandern zu Needs Proof Reading. Ich zeige euch dann, wo das dann auftaucht. So. Gut. Permissions, wie gehabt, lassen wir, wie sie sind, speichern. Wenn wir jetzt im Artikel hier aktualisieren, dann sehen wir, dass wir nicht mehr bekommen. Und das hat genau einen einfachen Grund. Wir sind ja aktuell im News-Status. Das bedeutet, dieses Validate-Image wird erst aufgerufen, wenn wir in den Needs-Images-Status kommen. Das heißt, das können wir mal hier testen. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Accept gehen und speichern, dann sind wir jetzt im Needs-Image-Status und ihr seht, es gibt die neue Transitions und die andere Transitions ist nicht mehr verfügbar. Was auch gleichzeitig passiert ist, durch dieses Replacer-Plugin, was ich so als Demo-Zwecke mal reingepackt habe, ist es hier oben von New auf Accepted gewandert. Es hat einfach einen Vorteil, dass sieht dann hier zum Beispiel, dass es in welchem Status ist, da leider aus irgendwelchen Gründen früher stand es hier als dabei, man hier immer drüber hovern muss. Deswegen finde ich das ganz praktisch, wenn man so ein Plugin nutzt, um so noch nicht gepublished Einträge zu markieren. Okay, jetzt sind wir hier im Validate Image. Wenn wir das machen, dann ist Proof Read needed und dann ist sozusagen der letzte Schritt, dass wir ihn online stellen. Feature und Publish. Und nun wird es interessant. Wir sagen hier natürlich wieder, wir sind vom Proof Reading zu online. Und jetzt soll auch tatsächlich der Artikel published werden und gleichzeitig soll er auch gefeatured werden. Notification wie gehabt. Und hier können wir dann sagen, okay, ich weiß gar nicht, was war das? Needs Proofreading. Das kann man nehmen und einfach mit leerem Text ersetzen, damit es dann gepublished ist, kein Präfix mehr da ist.
Muss ich kurz nachschauen, ob ich auch das richtig geschrieben habe. Rein. Gut, jetzt lass uns nochmal zurückgehen in den Artikel. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, Missing Your Needs Image validates Images. Aber ihr erinnert euch, wir waren in der Transition vorher und haben gesagt, hey, ein Intro-Image is required, ein Full-Image is required, oder also Pflichtfeld. Und jetzt kommt genau das zu tragen, dass dieses Plugin verhindert hat, dass wir diese Transition ausführen dürfen, weil wir nicht alle Felder ausgeführt haben oder ausgefüllt haben. Also was wir jetzt machen ist, wir gehen hier in die Image und Links. Das kann man natürlich mit allen anderen Feldern auch machen, aber ich habe jetzt in dem Fall entschieden, dass man es mal fürs Image macht. So, ich habe hier Bilder vorbereitet. Wir haben hier ein kleines Kaffeebild. Wenn man hier mal schaut, sieht man auch 1920 mal 1281. Und das Katzenbild ist auch relativ groß. Jetzt wählen wir mal hier das als Intro-Image aus und wählen das hier als Full-Image aus. So, jetzt speichern wir das mal. Und jetzt will ich ganz kurz einen kleinen Trick machen, einen kleinen Kniff. Ich baue mir jetzt einfach eine Transition Featured, die nichts anderes macht als Featured setzen. Ich zeige euch gleich, warum. Und da mache ich sozusagen, ich bleibe auf diesem Status und feature dann einfach nur. Und unfeature. Mache ich wieder auf Nein. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, wenn ich jetzt hier drin bin, dann kann ich hier einfach für mich, obwohl er unpublished ist, diesen Artikel mal featuren und sehen dann im Frontend, wie er aussieht. So ist das Bild und hier ist das große Bild. Soweit sieht es ja ganz gut aus. Problematisch ist nur natürlich, dass dieses Bild hier riesig ist. Also wenn ich hier draufklicke. Und es soll eigentlich nur so klein angezeigt werden, deswegen lohnt sich das nicht. Und genau deshalb haben wir hier wieder unsere Transitions von vorhin, Validate Image, wo wir eingestellt haben, hey, maximal fürs Intro-Bild 300x300 und fürs Full-Bild 500x500. So, und dann lass uns das doch einfach mal ausführen. Validate Image. Speichern das. Haben es gespeichert. Und was jetzt passiert ist, wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann seht ihr, dass dieses Bild kleiner geworden ist. Jetzt natürlich die Frage, was ist mit dem Originalbild passiert. Das Plugin wurde aber so gebaut, dass das Originalbild hier als Backup abgespeichert wurde. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht, kann man das wieder recovern. Ja, und jetzt seht ihr auch, hat sich hier oben der Titel geändert wieder. Das ist unser Replacement-Plugin, was wir da genutzt haben. Und wenn wir auch hier in die Übersicht schauen, sehen wir, dass wir Need Proofreading sind und eigentlich kurz davor, das zu veröffentlichen. Und das können wir jetzt machen. Sagen einfach Feature and Publish. Das Präfix ist durch diesen Replacer entfernt worden. Der Artikel ist online. Und wenn wir hier dann drauf gehen, haben wir unseren Artikel. Sieht gut aus, ist published. Und haben hier auch ein kleineres Bild, wie man sieht. Oder? Ja, das Bild. Ah, ich habe das falsche Bild gewählt. Okay, das wurde jetzt nicht resized, weil ich das falsche Bild gewählt habe. Aber das Intro-Bild wurde resized. Genau. Ja, und somit wird der Artikel online. Man kann sicher gehen, dass da immer Bilder da sind, dass die auch die gewisse Größe haben. Und ja, das wäre so ein kleiner Anwendungsfall, mit wem man den Workflow nutzen kann. Das Schöne ist, oft ist auch die Frage, okay, wer kann das denn nutzen, für wen ist denn das? Und eigentlich ist es für jeden, weil wie man hier sieht, wenn man so einen kleinen Block hat oder so und immer Standardvorgehen hat, immer sagt, okay, ich muss immer ans Bild denken, ich muss an das denken, das denken, das denken, kann man sich einen kleinen schönen Flow machen und ist dann sichergestellt, dass man nichts vergisst an der ganzen Sache. Oder wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, ist dann sichergestellt, dass wenn da irgendein Autor ein riesen Bild hochlädt zum Beispiel, dass dann resized wird oder dass nur gewisse Leute den Artikel veröffentlichen dürfen und hinterher dann nicht irgendwie wieder rückgängig machen können.
Und ja, es bleibt noch zu sagen, was jetzt so ein bisschen die Hoffnung ist, dass jetzt Entwickler kommen und sagen, hey, ich habe Ideen für Plugins, und man damit Plugins baut, die irgendwas machen. Also das ist echt vieles denkbar. Fängt an, wie vorhin schon gesagt, dass auf Twitter, auf Facebook automatisch gepostet wird, dass irgendwelche Sachen abgefragt werden, dass man ja verschiedene Felder, Pflichtfelder definiert, dass man zum Beispiel auch auf irgendwelche Newsportale seine Artikel hochschiebt, dass man irgendwelche Caches leert, zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Da gibt es eigentlich keine Grenzen. Und nachher gibt es auch einen Vortrag über 4.1 und da möchte ich nicht so viel verraten. Da ist auch so eine Art interner Cronjob-Automatisierung, Scheduler nennen wir das, geplant für 4.1. Und damit kann man dann in Zukunft auch wahrscheinlich diese Workflows automatisieren, dass man sagen kann, hey, hier ist Weihnachten, habe ich gehört, findet einmal im Jahr statt und relativ regelmäßig. Dass man sagt, okay, am 20. Dezember veröffentliche ich einen Artikel, wo so die weihnachtliche Stimmung ist. Am 24. feature ich den und am 27. unpublish ich den wieder und wiederhole es jedes Jahr. Und das wäre dann so die Zukunft, was denkbar wäre, dass man hier mit diesem Workflow Status, Bilder, die man automatisch austauscht, das wäre auch denkbar, dass man den gleichen Artikel sagt, frohes Fest und dann im Frühling macht man einen Osterhasen hin und im Winter macht man einen Weihnachtsbaum hin, ohne dass man da irgendwas ändern muss. Und dass man da sein ganzes Joomla anfängt zu automatisieren und zu kontrollieren mit dem Workflow. Ja, soweit. Ich glaube, genau, gibt es Ja, vielen ja, Dank, Fragen? Benjamin. Gibt es noch Fragen? Dann bitte auf die Bühne. Okay, dann. Ich hatte eine Frage, aber die habe ich wieder vergessen. Für später. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Findet auch das Publikum, oder? Zeigt mal eure Hände. Sehr schön.